Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Hexit. Ja, erstmal ordentlich fressen hier. So, Brotzeit ist erledigt. Dann wird hier weiter gebuddelt. Ist wie auf dem Bau hier, erstmal die Fläche abtragen und Material besorgen. Und dann, falls ihr jetzt erstmal wieder eingeschaltet habt nach langer Zeit, was tut der Idiot da eigentlich? Ja, der Idiot holt sich Erde, damit er sein Plateau ein bisschen erhöhen kann, auf dem sein Haus steht, beziehungsweise das drumrum. Beziehungsweise Dingens da, ne, die Kanten halt. Also ich will mein Plateau so ein bisschen, ich will es ja nicht in dem Sinne erhöhen, sondern vergrößern praktisch. Also sprich, ne, da hast du ja irgendwie eine Fläche und dann geht es irgendwann den Hang runter und dann geht es ins Wasser und da will ich halt auffüllen, dass ich halt ganz schön viel Platz habe und ganz schön viele tolle Sachen bauen kann. Und deswegen wird hier gerade ohne Rücksicht auf Verluste alles abgetragen, was so geht. Alles mit Erde und so. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich mal so versessen bin, Erde abzubauen. Aber es ist tatsächlich so. So, vielleicht finde ich ja zufällig auch mal wieder ein bisschen Eisen. Da ist auf jeden Fall schon mal Redstone, wenn ich da jetzt mal ein bisschen mit der Spitzhacke gleich dran gehe, aber machen wir gleich. Dann stoße ich eventuell noch auf eine Überraschung. Jetzt machen wir das erstmal weg. Und dann werde ich erstmal das machen, bevor ich hier flute. Das habe ich nämlich vorhin gemacht, dann bin ich überhaupt nicht mehr vorangekommen. Das ist ein bisschen doof. So, da ist Redstone und dahinter ist sage und schreibe nichts. Ja, geil. Das nehme ich natürlich. Nichts davon kann ich immer viel anbieten. Und ich nehme auch gerne mehr davon. Nichts ist so, ja, gar nicht so schlecht. Oh, habt das gesehen? Ich habe gerade da unten gebuddelt. Das sollte ich ja eigentlich nicht mehr tun. Wollte ich auch nicht mehr. Und da ist Lapis Lazuli. Ich hab's mir gemerkt. Ich wollte ja irgendwann auch mal, stimmt, da fällt mir ein ganz entscheidendes Detail ein. Ich wollte ja irgendwann mal so ein Netherportal bauen und dann da rein schlüpfen. Das werde ich mir dann bei Gelegenheit gleich mal geben. Beziehungsweise, ja, jetzt will ich halt zumindest mal wieder mein Feld hier errichten, dass ich das hier habe. Und danach können wir uns mal Gedanken machen, ob wir mal in den Nether gehen. Da soll es ja schöne, schicke Belohnung geben. Mitunter tolle Waffen, interessante Gegner und potenziell viele Stellen, um zu sterben, so wie ich das gesehen habe. Ich glaube, ich war einmal drin, als ich so für mich gespielt habe, ohne aufzunehmen in dem Sinne. Und ja, ich glaube, ich habe da gar nicht mehr rausgefunden. Also irgendwie ist das ganz komisch dann, die Welt. Da fehlen dann irgendwie ein paar Blöcke, dann ist da so schwarz und dann kommen da Gegner und dann musst du da irgendwie raus oder irgendwas, durch irgendwelche Portale springen. Also ich habe das irgendwie nicht gerafft. Ich glaube, da werde ich mich nochmal ganz kurz so ein ganz kleines bisschen zumindest informieren, bevor ich da sinnlos reinspringe. Wobei sinnlos ist eigentlich geil. Das kann ich. So, den Baum, den machen wir weg. Sieht eh doof aus, wenn ein Baum in der Luft schwebt. So, und dann wird man die Landschaft hier noch ein bisschen verschandeln. Weil wir es können. So. Aber hier außen ist wirklich keine Stelle bisher gewesen, wo irgendwie Eisen rauslinst. Wenn ich jetzt hier noch so ein bisschen reinbuddle, aber ich glaube, da sieht es auch schlecht aus, ne? Ja. Also eisentechnisch gar nichts. Ja, ich habe ja letztens erzählt, von wegen hier mein rosa Dach und so. Ja, ich finde das geil. Und ich meine es auch so, was ich gesagt habe. Und ja, deswegen, wenn jetzt einer kommt mit Homo, dann soll er es machen. Ist mir scheißegal. Bisher kam ja noch keiner, aber ich habe schon echt bei anderen. Also da ist ja bei mir geht's vergleichsweise, oder was heißt vergleichsweise, bei mir bisher eigentlich überhaupt keine Assi-Kommentare, ne? Also echt, egal wer da kam, egal ob der zum ersten Mal kommentiert hat oder nicht. Also ich habe bisher noch nichts gesehen, was irgendwie total ins Negative ging. Sicher kam mal irgendwas von wegen, ja hier, das kannst du besser machen, aber genau das will ich ja. Ne? Also Kritik ist erlaubt, solange sie nicht irgendwie total unter die Gürtellinie schießt. Wobei ich das natürlich auch gerne mag.
Weil ich gehe auch gerne mal unter die Gürtellinie und ja, wenn es dann unter die Gürtellinie gehen sollte, dann muss halt derjenige damit rechnen, dass es genau so zurückkommt. Wie es in den Wald reinschreit, so schallt es auch heraus, heißt es ja immer, da kenne ich da nichts. Also ich bin ja so einer, ich rege mich sehr, sehr, sehr selten auf. Gut, bei gewissen Spielen. Oh, jetzt habe ich einen Wasserfall produziert. Sieh an, sieh an. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Aber cool, okay. So kann man praktisch so künstlichen Wasserfall erzeugen. Das ist hier ein richtiger Sog nach unten, oder? Ja. Und hier ist lustigerweise kein Wasser. Warum auch immer. Also es schon, aber es läuft halt nur unten. Das war faszinierend. Also ich bin einer, der sich nicht aufregt beim kleinsten Furz und an die Decke geht. Bei gewissen Computerspielen schaffe ich es dann allerdings relativ schnell, aber gut, das ist wieder was anderes. Aber gegenüber anderen meine ich jetzt mal. Ich bin da einer echt, der lange schluckt und sagt, okay, ist gut. Du hast recht, ich habe meine Ruhe, weil ich bin an sich ein ziemlich friedliebender Mensch. Wenn mir dann aber mal der Kragen platzt, dann ist Schluss mit lustig. Die Erfahrung durfte ich, beziehungsweise durften andere zum Glück bisher nicht sehr häufig machen. Und es gibt auch wirklich wenige Leute, die mich dazu gebracht haben. Von daher bin ich ja doch hin und wieder ganz nett. Habe ich gehört. Nee, aber. Oh, da ist Eisen, oder? Was ist das? Sieht so aus. Nee, also was ich damit sagen will, ist, dass es im Vergleich zu anderen Channels hier echt, echt, echt ruhig zugeht und also nicht im Sinne von ruhig, dass überhaupt keiner schreibt, sondern dass die, die schreiben, eben wissen, wie sie schreiben, beziehungsweise wie man anständig schreibt. Ne, also keine von diesen, ja, ich habe da mal ein geiles Wort gelesen, diese Internet-Rambos, die hier, keine Ahnung, aufmucken und sagen, ey, ich fick deine Mutter und was weiß ich alles. Hatte ich bisher nicht und ich bin auch dankbar dafür, weil das gehört hier auch nicht hin. Finde ich. Das heißt, ich habe es bisher eigentlich ausschließlich mit zivilisierten Menschen zu tun. Das freut mich eigentlich sehr. Weil so lässt sich's aushalten, denke ich. Also wirklich. Was aber nicht heißt, dass ihr mich nicht tadeln dürft. Ne? Also ich meine, ein paar Kommentare kommen immer wieder. Aber ich habe es mir schon erhofft, dass von mehr Leuten noch was kommt, also dass die üblichen Verdächtigen, ich sage jetzt einfach mal Katja und Gabi, ihr zwei seid ja immer, also ihr seid die Nummer eins hier beim Kommentare schreiben und beim Posten. Ihr habt eine Meinung und das finde ich super. Aber also es ist nicht so, dass mir das zu wenig ist, dass ihr zwei nur schreibt, das ist klar, aber ihr wisst, glaube ich, worauf ich hinaus will. Mehr Meinungen sind immer besser. Ob die Meinungen jetzt gut oder schlecht sind, das sei mal dahingestellt, aber ein breiteres. Alter. Junge, ich krieg das nie hin! Aber ein breiteres Feedback wäre natürlich in jederlei Hinsicht schon vonnöten. Ne? Und damit meine ich auch nicht diese. Das habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt, ne? Diese. Ey, das ist voll geiles Video. Schau mal auf meinem Kanal vorbei. Das ist. Das hilft mir so überhaupt nichts. Ich meine, ich finde es ja schön, dass ihr euch die Mühe macht und mir auf meinem Kanal einen Kommentar schreibt, weil in gewisser Weise pusht das ja meinen Kanal wieder. Aber man merkt dann schon, ob einer das Video überhaupt gesehen hat oder beziehungsweise ob es wirklich nur auf Eigenwerbung abzielt, der Kommentar. Man kann natürlich gewisse Hintergedanken haben, da sage ich auch gar nichts dagegen. Ich finde, das ist auch eine gute Methode, um mal ein bisschen auf sich aufmerksam zu machen, wenn man bei anderen kommentiert. Aber dann, sollte man das vielleicht so dezent machen, dass man nicht gleich beim ersten Blick sieht, okay, geil, der macht hier Werbung. Sondern da sollte man dann wirklich so reif sein oder naja, so dezent sein, dass eben der Kommentar im Vordergrund steht und nicht der dahinter steckt, beziehungsweise die Videos, die dann da wiederum dahinter stecken. Das ist nur so ein kleiner Tipp von mir an andere YouTuber, weil ich ja sicher bin, dass hier auch einige mitgucken, die selbst Videos machen gelegentlich. Ich wüsste zwar nicht, was es bei mir zu lernen gibt, aber ich fühle mich geehrt. Es gibt wirklich ein paar Leute, die wirklich schauen.
die das nicht nur behaupten und dann einen Kommentar schreiben, ohne überhaupt 0,5% meines Videos gesehen zu haben, sondern es gibt wirklich Leute, die das wirklich gucken und das finde ich eigentlich ganz cool. Muss ich jetzt mal so loswerden. Aber wie gesagt, es ist kein Meister vom Himmel gefallen. Ich würde mal sagen, ich habe mich wirklich sehr verbessert im Vergleich zu meinen ersten Let's Plays. Ne? Guckt euch Outlast an, Alter, da habe ich das Maul nicht aufgekriegt. Ne? Muss man erst echt mal so krass sagen. Also ich bin da auch sehr hart mit mir selbst in der Eigenkritik. Das ist sicher mal aufgefallen. Da bin ich dann auch nicht so dezent mit der Wortwahl. Ne? Aber ja, es ist natürlich längst nicht das, was ich erreichen will. So, Ton- und Bildqualitätstechnisch muss ich sagen, da kann ich jetzt erstmal, denke ich, nichts mehr besser machen. Dadurch, dass ich jetzt das neue Mikro habe, das jetzt auch funktioniert. Ich habe übrigens mal, als ich dieses Best-of, das zweite, zusammengeschnipselt habe, habe ich mir einfach mal wieder in die alten reingehört und ich weiß nicht, wenn man das so direkt im Vergleich hört, klingt das neue natürlich auf jeden Fall besser als das alte. Also das versuche ich mir jetzt nicht mehr einzureden, sondern das ist tatsächlich so. Da hat sich wirklich was getan und da bin ich jetzt froh drüber, weil ich dachte eine Weile lang ernsthaft, okay, weil das ja auch so der O-Ton von euch war, so von wegen, ja geil, jetzt klingt's wieder wie früher, ja scheiße, da hätte ich ja kein neues Mikro gebraucht. Also es ist tatsächlich, ich hoffe, ihr stimmt mir dazu, wenn man die direkt nebeneinander hält, die Videos, dann ist da schon eine Steigerung zu erkennen. Weil ich finde schon, dass beim alten Mikro so ein bisschen noch dieses, ja, wie sagt man immer, dieses Blecherne so ganz leicht durchkam. Das finde ich jetzt ist überhaupt nicht zu merken. Und also es nimmt wirklich die Höhen und Tiefen, das nimmt eigentlich alles perfekt auf. Nicht so das Basslastige, was ich da zwischendurch mal hatte. Das hat man wiederum, das war dann zu viel des Guten. Sicher, wenn man hier so, keine Ahnung, irgendwelche Dubstep-Zeug und so hört, dann sind die Kopfhörer wiederum, weil die sind auch extrem basslastig gewesen. Die sind da natürlich gut. Ist aber nicht so mein Milieu, deswegen juckt mich das nicht. Und ich muss sagen, also für meine Musik, gut, da ist etwas mehr Bass sicher auch nicht schlecht, aber für meine Musik brauche ich nicht unbedingt Unmengen an Bass, damit es geil klingt. Also nicht für meine Musik, ihr versteht, was ich meine, das, was ich eben höre. Selber produzieren tue ich nicht, noch nicht. Mir wurde ja mal nahegelegt, weil ich so gut reimen kann und also angeblich gut reimen kann, ne? Ich behaupte nicht, dass ich das gut kann, aber das wurde mir halt so gesagt. Das gebe ich natürlich gern weiter. Das macht mich wiederum ein bisschen stolz. Warum ich denn kein Rapper geworden bin? Ja, meine Antwort war einfach nur, ja, erstens, bisher nie drüber nachgedacht. Zweitens, wird das auch in Zukunft nicht geschehen, weil ich eben, ja. Wie soll ich sagen, dem Rap praktisch abgeschworen habe und dann werde ich sicherlich nicht, wenn ich selber keine Lust mehr habe, das zu hören, werde ich sicherlich nicht anfangen, die irgendwelche Sachen zu schreiben. Außerdem braucht es ja, um irgendwie Musik zu produzieren, mehr als so ein bisschen Dichterei. Also nicht, dass es jetzt für euch so rüberkommt, dass ich sage, ja, also eigentlich könnte ich das ja voll gut, aber ich habe keine Lust zu. Nee, nee. Es ist klar, dass. Ich meine, ich finde. Ich hoffe, ich trete da jetzt in keine Fettnäpfchen, aber ich finde, Rap ist schon vergleichsweise einfach zu produzieren. Ne, also man als, ich sag mal, Außenstehender belächelt man das ja alles so ein bisschen, dass man da so, naja, ne, man lässt sich halt irgendeinen Text einfallen, der ein bisschen peppig klingt, ob der Sinn macht oder nicht, ist gerade mal egal. Und legt dann halt irgendeine Musik drunter. Ob das das Klavier ist, ob das jetzt eine Trompete ist oder sonst irgendwas, ist es eigentlich gerade wurscht. Irgendwie legt man einfach irgendwas drunter, was einem gerade so einfällt. Ja, das ist jetzt mal so das Klischee, dass da, um gute Musik zu machen, natürlich auch ein bisschen mehr dazu gehört, das ist mir auch klar. Aber ja. Na, ich bin ein Mensch, ich bin. Zumindest in der Hinsicht bin ich eben auch klischeebehaftet. Oh Wunder. Und je mehr. Und egal wie sehr man sich dagegen wehren will, es ist einfach so, die Vorurteile in irgendeinem Bereich, und wenn es nicht gegenüber anderen Menschen in dem Sinne ist, sondern einfach nur gegen eine Art Musik oder gegen eine Fußballmannschaft oder so, was ja im Prinzip auch wieder Menschen sind, aber okay, gut, lass mal das.
die Vorurteile sind da und da kann man sich nicht dagegen verwehren. Es ist einfach so, ob man will oder nicht. Natürlich kann man das ein bisschen abstellen, indem man seine Augen ein bisschen weiter öffnet und über den Tellerrand guckt, aber wenn einer sagt, er hatte noch nie Vorurteile, dann muss ich sagen, das kannst du wem anders erzählen, nicht mir. Das ist gelogen. Jeder, ohne Ausnahme, behaupte ich, hat in irgendeiner Hinsicht schon mal irgendwo Vorurteile gehabt. Und meine sind eben gegenüber der Rap-Musik, obwohl ich das früher selber gehört habe. Also ich bin wirklich der Meinung, dass, also ich sage mal, bei vielen Rap-Tracks hat man dann das Gefühl, Masse statt Klasse. Und ja, das merkt man dann halt, wenn einer, weiß ich nicht, gefühlt, ja, sagen wir mal, zwei oder drei Alben in einem Jahr raushaut, das gibt's ja. Aber dann weiß er eigentlich schon, okay, der hofft halt, dass hier die Kiddies kommen, ne? Also und sagen hier, ja, geil, ich bin voll Gangster, pose ich mit AK für das Internet und so, das ist dann, weiß ich nicht. Will es natürlich nicht alles über einen Kamm scheren, dass Rap nur von Kiddies gehört wird, die mit AKs posen, aber ja, das ist halt, ja, das ist wieder das Thema Vorurteil, ganz einfach. Oh, meine Axt ist kaputt. Ja, scheiße! Warum ist die Axt kaputt? Was erlauben Axt? So, ihr seht schon, also das Gras wächst recht schnell nach. Ich muss jetzt hier nur die Blumen noch ein bisschen loswerden. Die sehen zwar schön aus, aber so alles in allem sehen die doch ein bisschen kacke aus. Finde ich zumindest. Ich werde aber in der nächsten Folge mal ein anderes Texture Pack ausprobieren. Einfach nur mal so zum Reinschauen. Und dann werde ich mal sehen, wie das damit noch aussieht. Blueberry. Das kommt zu Fressalien. Fressalien. Pack mal da rein. So. Güsal, pack mal da rein, wenn ich es hinbekomme, noch da hinzukommen. Jawohl. Da rein. Ja. Nee, aber fand ich süß, dass irgendwer wirklich geschrieben hat. Hier. Ich glaube, das war sogar hier TG Thor. Oder Thor oder. Ach, Alter, ich kann deinen Namen einfach nicht aussprechen. Ich habe dich übrigens mal gefragt, wie ich ihn aussprechen soll. Da habe ich keine Antwort drauf bekommen, ne? Also selbst schuld, Edge. auf jeden Fall hat er das gemeint, ja, oder sie. Das weiß ich ja auch noch nicht, ob es ein Er ist oder ein Sie, aber ich glaube ein Er. Hätte ich jetzt mal gesagt. Und der hat, ja, wie gesagt, der hat gesagt, hier, warum machst du nicht Rap? Hast du schon mal überlegt, Rapper zu werden? Das war, glaube ich, sogar der O-Ton, das habe ich mir gemerkt. Also da musste ich schon schmunzeln. Also eure Kommentare sind teilweise echt übelst geil. Also ich muss da echt teilweise übelst grinsen und lachen. Und ja, es gibt da natürlich auch Kommentare, wo ich denke, Alter, meinen die das ernst? Da ist teilweise echt so liebes, tolles Zeug dabei. Also wirklich, oh nee. Mensch. Wenn man dann irgendwann mal Zweifel hatte, ob man weitermachen soll, spätestens nach so einem Kommentar ist man dann wieder voll drin und sagt, jawohl, ich mach weiter, ist mir alles wurscht. Ich mache auch noch 100 Jahre Videos, gut, okay, 100 Jahre. Also in 100 Jahren wird es höchstwahrscheinlich keine Videos mehr geben, ne? Also ich glaube, ich lehne mich da nicht so weit aus dem Fenster, wenn ich sage, dass ich in 100 Jahren keine Videos mehr mache. Selbst wenn ich da noch am Leben sein sollte, dann wäre ich 100 und 23, so. Damit hätte ich einmal wieder einen Verweis auf mein aktuelles Alter gegeben. Und ja, selbst dann wäre ich so einer dieser Klassiker, dieser alten Typen, die nicht abdanken wollen. Und ja, das wäre ja blöd dann. Außerdem, ob ich den Blödsinn wirklich so lange durchhalte, das ist fraglich. Also 100 Jahre ist eine Nummer. Da ist auch der Gronkh noch ein bisschen von entfernt, deswegen muss man sich dafür, glaube ich, nicht schämen, wenn man das noch nicht weiß. Ah, ich laber so eine Scheiße. So, wir haben die Zeit erreicht. Ich würde sagen, ich würde die Folge jetzt beenden. In der nächsten Folge gibt es dann das neue Texture Pack und dann werde ich hier weiter buddeln, buddeln, buddeln und auffüllen und buddeln und nochmal, ja. Yeah. Dings da halt, ihr wisst schon. Also, danke fürs Zuschauen. Weiterhin fleißig kommentieren. Wie gesagt, ihr macht mir da echt teilweise Riesenfreude. Und es motiviert natürlich umso mehr, wenn man dann auch sieht, dass die Kommentare geschrieben werden.
mit Bezug aufs Video, weil dann heißt das wiederum, dass die Leute das Video wirklich geguckt haben, also wirklich so von Anfang bis Ende. Und nicht nur so, ah ja, da die Stelle ist doof, was macht man jetzt? Ah, schon wieder am Ende, okay, bis morgen, tschüss. Das ist blöd. Also, klar, wenn man mal nicht so viel Zeit hat, dass einer mal so ein bisschen nur durchseppt, das verstehe ich voll und ganz. Aber dauerhaft guckt man auch so keine Videos, das ist doch Kacke. Naja, auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen, wie immer, super, ja. Bisschen komisch aus. Na egal, ich werde die Folge beenden, wir sehen uns dann morgen. Bis dann, tschüssi.